Hallo Leute, ciao von André Unger. 15,30% in 5 Monate. Ist das möglich? Mit Echtgeld? Das ist wichtig. Ja, ich habe es geschafft. Ich will Ihnen zeigen, wann und wie. Aber erst abonnieren Sie meinen Kanal, rotes Glöckchen. Los, sonst werden Sie keine Nachrichten bekommen, wenn es Neuigkeiten gibt. Also, wie gesagt, 15,30%. Das will ich Ihnen zeigen, zusammen mit einer Equity Line, die Equity Linie, Equity Curve, wie das auf Deutsch am besten zu sagen ist. Und diese Equity Curve gehört zum Wettbewerb von 2008. Es gibt aber auch andere, ich will Ihnen darüber etwas erzählen, so dass Sie Ahnung haben, wie eine echte Equity Curve wirklich aussieht. Los und bleiben Sie dran und haben Sie abonniert noch nicht? Schlimm. Also Leute, das sind 6 Equity Curve, alle von Echtgeldkontos. Und das sind die Equity Curve von der Weltmeisterschaft. Ich habe 4-mal gewonnen. Hier sehen Sie 6 Kurven, aber ich erkläre noch nicht, warum es 6 sind, sondern will ich heute auf 2008 fokussieren. Das ist die Equity Curve, die mit 672% die Weltmeisterschaft von 2008 gewonnen hat. Also, wie gesagt, es gibt mehrere, aber Fokus heute ist auf diese. Das ist eine echte Equity-Kurve. Das ist genau, was passiert ist bei einem Echtgeldkonto, was mit 15.100 Dollar gestartet ist und über 119.600 Dollar geendet hat. Passt auf, das ist die Geschichte. Und man sieht hier das erste Teil, bis Februar war alles nur diskretionär. Und da will ich Ihnen etwas mehr zeigen. Dann habe ich, aber das sage ich Ihnen sogar noch sofort. Wie gesagt, das war ganz diskretionär hier. Und das sah auch ganz gut aus. Also ein Monat, ich habe in Februar gestartet, nicht am 1. Januar. In einem Monat habe ich fast 46% geschafft. Diskretionär. Eigentlich war das halb diskretionär. Ich hatte einen Indikator gebaut und dieses Indikator hat gemessen, wie viel Abstand in Dollarbewegung, Eurobewegung zwischen DAX Future und italienischer FIB Future während des Tages kam. Da die zwei korreliert sind, wenn dieser Abstand mehr als 800 Euro war, dann habe ich eine Position geöffnet, Short auf dem stärkeren, Long auf dem schwacheren, so dass ich wie ein Gummiband diesen Abstand dann wieder zurück zu sehen und etwas zu gewinnen. Das brachte sehr viele Ausführungen, mein Broker war sehr happy. Und auch ziemlich gutes Geld, wie Sie gesehen, mit 46%. Warum habe ich also hier entschieden, Ende Februar nicht mehr mit diesem System zu arbeiten, mit diesem Ansatz, sondern meine Trading Systems zur Arbeit zu bringen? Weil ich kaputt war. Nach einem Monat mit diesem Ansatz war ich total kaputt. Ich könnte es nicht mehr widerstehen. Das war zu viel Stress. Einfach zu viel Stress. Dann habe ich gesagt, ich habe doch gute Systeme, warum soll ich die nutzen? Die Systeme habe ich angeschaltet und habe sofort in ein paar Tagen alles verloren. Aber ich habe gedacht, nee, warte Andrea, du musst weiter handeln. Und zuletzt habe ich es geschafft, wie Sie sehen. Es ist am Anfang alles gut gelaufen und dann kam eine echte Katastrophe. Diese Drawdown-Phase war ziemlich stark und hier, wie Sie sehen, war fast alles fertig, bis es dann losgegangen ist und ist zum Sieg gekommen. Ich will Ihnen noch, das war das stationäre Handel, die Geschichte während des Jahres auch ein bisschen zeigen. Es war eine unterschiedliche Methode. Heute ist alles voll automatisiert. Jeden Tag kommen die Standings, das sieht man genau, die Top 5. In 2008 hat man nur irgendwann ab und zu ein Update über die Standings. Und das sieht man am 11. Januar, 23. Januar. Am Anfang war der Michael Cook, der hatte in 2007 gewonnen. Der war ziemlich gut. Zusammen, sehen Sie, sogar noch 80% am 25. Januar. Dann ist Kurt Sakeda gekommen mit 167%.
am Mitte Februar, sogar noch 217% am 10. März, also sehr gut. Nur am 4. April bin ich auch reingekommen. Kurzer ist in der Zwischenzeit verschwunden. Dann ein bisschen runter, wieder erster Platz, dann verschwunden, wieder rein, wieder verschwunden. Das war die Drawdown-Phase. Hier war ich echt kaputt. Und Michael Cook war sogar noch bis hier 250% Mitte Juni. Aber da bin ich wieder zurückgekommen. Dann wieder hoch, wieder zum ersten Platz. Sehen Sie, Ende Juli war wieder Nummer 1. Dann ist aber kurzer Kehrer plötzlich reingestiegen. Von 178 auf 388 am 12. August. Und das war Pech. Ende August war er immer noch da oben, aber dann ab September habe ich angefangen, echt Gas zu geben. 308%, 478, wieder runter zu 370, 500% rund am 13. Oktober, 539, 438, 647, 746% am 24.11. Und dann runter bis zu Ende des Jahres 672%. Wie Sie sehen, war ich in einer Phase vom Wettbewerb noch besser als zu Ende. Und das sieht man auch vom Drawdown hier. Und genau hier im Juni war ich bei dem tiefsten Stelle von der ganzen Geschichte bei 8.174 Dollar. Und hier war wirklich fast alles fertig. Warum sage ich das? Keine Motivation, klar, aber auch, weil das Geld hat angefangen zu knapp zu sein. Ich könnte, wenn ich noch etwas mehr verloren hatte, nicht mehr handeln wegen Margins. Ich hatte nicht genug Geld, Positionen zu öffnen. Aber ich hatte, muss sagen, Glück gehabt, dass es angefangen hat, richtig zu laufen, bis zu 133.330 Dollar. Und wenn Sie hier links oben kalkulieren, dieser Prozentsatz ist, wie gesagt, 1531%, und das waren ungefähr 5 Monate. Also, es ist möglich und es ist sogar noch mit kleinen Zahlen möglich. Ich meine, 8000 Dollar ist nicht unbedingt ein Millionärsgeld, aber 133.000 Dollar fangen an, interessant an zu sein. Also, ist das also immer möglich? Nein, nein, es ist nicht immer möglich, es war aber einmal möglich und es könnte auch anders mal genauso möglich sein, wenn man die richtigen Systeme hatte, an der richtigen Stelle und im richtigen Moment, weil 2008 ein sehr volatiles Jahr war und das hat sicher geholfen in der Performance. Und in der nächsten Ausgabe werde ich Ihnen zeigen, wie es in 2019, sorry, in 2009 gelaufen ist und warum in 2009 es nicht so geil war wie in 2008. Aber 1531% in 5 Monaten habe ich mit echt Geld geschafft, hier im Wettbewerb 2008 bei der Weltmeisterschaft Robbins Trading, World Cup Trading Championships. So Leute, das war nur ein Teil. Ich werde Ihnen noch weiteres erzählen. Wir haben jetzt über 2008 gesprochen. Nächste Ausgabe werden wir auch etwas mehr über die anderen Jahre zeigen, erzählen, erklären, und ich werde auch etwas mehr sagen, wie die Sachen gelaufen sind, was passiert ist und so weiter. Alles ist interessant. Sie werden die Nachrichten bekommen, wenn es etwas Neues gibt, wenn Sie abonniert haben. Wenn nicht, sehr schlecht. Aber in jedem Fall bleiben Sie dran. Wir sehen uns nochmal bei der nächsten Ausgabe. Ciao von Andrea Unger.